Hallo, herzlich willkommen auf der ersten Etage des Haupthauses. Wir gucken uns heute Zimmer an. Und zwar, nachdem in den Kommentaren von dem Lockdown-Rundgang auch mal so ein bisschen drin stand, von wegen, was ist mit den anderen Zimmerkategorien, und haben euch auch ein paar Gäste drauf angesprochen, ihr habt doch noch andere Zimmer, zeigt die doch mal. Würden wir jetzt jede Woche vielleicht mal so zwischendurch ein Video hochladen, wo wir eine Zimmerkategorie vorstellen. Wir fangen mit den Apartments einfach mal an, weil wir jetzt hier auf der ersten Etage sind und das Apartment ist tatsächlich sogar das erste Zimmer hier. Also, ich nehme euch mal mit, dass die 131, das Zimmer, wird Wildrose genannt. Also das Apartment Wildrose schauen wir uns heute an. Also, zur Erklärung, ein Apartment ist immer ein Zimmer mit zwei Räumen, also sage ich jetzt mal ein Wohn- und ein Schlafraum hier im Haus. Und das Apartment Wildrose ist recht großzügig, ja, also vom Badezimmer her recht großzügig, vom Wohnraum her recht großzügig, kann von Familien genutzt werden, also zwei Erwachsene, ein Kind oder zwei Erwachsene und zwei Kinder, je nachdem wie alt sie sind. Man hat hier einen Balkon und am Schlafzimmer noch einen Balkon, ist ein sehr helles Zimmer. Und sie sind klimatisiert. Also wir haben ja auch eine Klimaanlage. Also ein Sessel zum Fernsehgucken, eine Couch zum Flezen, wenn man das möchte. Kann auch hier ein bisschen arbeiten. Man hat nochmal einen kleinen Esstisch, wenn man sich das Essen aufs Zimmer kommen lassen möchte. Und dann geht es hier ins Schlafzimmer. Und angrenzend an das Schlafzimmer ist auch das Badezimmer. Und das Badezimmer hat hier eine Besonderheit. Hier ist eine Eckbadewanne drin, also ein Whirlpool. Und hier ist auch eine Sauna drin. Also im Prinzip fast so wie die Wellness Suite, wenn man es so möchte. Modern eingerichtet, viel Platz, getrennte Toilette, also getrennt vom Badezimmer. Ja, kann man einmal reinschauen. Also ja, hier ist tatsächlich auch eine Sauna drin für zwei Personen. Direkt daneben ist die Dusche. Und wenn man jetzt hier einmal auf die andere Seite schwenkt, dann ist da die Eckbadewanne. Also auch ein kleines bisschen Wellness im Zimmer. Dusche ist hier hinter. Ist auch großzügig, wie ich finde. Man sieht das nicht, weil die ist sehr dunkel, sehr schwarz. Also ne, sehr dunkle Fliesen. Aber man hat hier, ne, ich bin 1,90 groß und ich habe hier bequem Platz. Okay, das war jetzt das Zimmer Wildrose. Also die Nummer 131 im Stammhaus, im Haupthaus. Nicht im Stammhaus, im Haupthaus. Okay, bis zum nächsten Mal. Ciao.